Bullet rastet aus für Henrike Claire. Hallo, es kommt jetzt ein bisschen Lyrik. Ich würde euch bitten, ein bisschen leise zu sein, soweit das geht. Lyrisches Ich und Autor sind zwei verschiedene Dinge und der Text heißt Lego Haus. Wir sitzen da, von Lego umgeben. Wir legen und stapeln, bauen und drücken. Quadratische Häuser, die Augen beglücken, so fest ihre Mauern. Mit schützendem Dach, so sicher sie scheinen und keiner liegt wach, selbst wenn da draußen Donner ergräut. Liegen wir drinnen in Decken gerollt, in Wärme gehüllt, es flackern die Lichter, das Dach, diese Wände, wir fühlen uns sicher und wir lächeln im Schlaf. Du bist der, der mit mir zum Fußball gegangen ist, zu meinen Konzerten kam, vom Schulorchester und wir konnten alle nicht spielen, aber du saßt vorne in der ersten Reihe. Du bist der, der die Butter mal kauft, wenn die alte gerade leer geht, ein Haus, ein eigenes Haus und eine Familie, eine gesunde Familie. Du bist die Wünsche, die dich treiben und vernarrt in deinen Plan. Du bist das Bin wieder da nach einem langen Tag auf Arbeit, der gerade Gang vom Willen gestreckt. Ich dachte immer, 7 Pferdestärken wären eine Vaterstärke. Und 7 auf einen Streich für dich viel zu wenig. Und ich dachte, das bleibt so. Nein, ich hoffte, das bleibt so. Und ich weiß jetzt, das bleibt nicht. Denn jetzt sitzen wir schon wieder da. Von Lego umgeben, wir legen und stapeln, pressen und drücken, quadratische Häuser indessen missglücken bei Dächern. Am Ende das Stürzen beliebt, so stürzten die Steine in Kürze, verblieb bloß Haus und ein Dach, bloß Wand und ein Garten, bloß Mauern und Steine, davor Menschen, die warten, sie lächeln. Und es wäre so viel wert, aber es ist doch nur Fassade. Du bist der, der immer pünktlich wach wird, 10 wird, 11 wird, 12, ich geh mal wecken, ja? Du bist die Butter, die du mal rechtzeitig kaufst, 3 Packungen zu viel, aber Papa, wir hatten noch welche da. Du sitzt in erster Reihe bei Konzerten, kommst du jetzt ständig zu spät, vorne alles voll, von hinten siehst du mich nicht. Wir hatten 19 Uhr gesagt, ist jetzt einmal nicht schlimm, aber mach das nicht wieder, kommst du zu spät. Und alle drehen sich zu dir um und starren dich an, deine Hände ein Zittern, deine Schritte ein Warten, dein Lächeln ein Versprechen, dass es nicht halten kann. Denn Lügen haben nun mal kurze Beine. Und die Wahrheit holt uns ja doch wieder. Ein letzter Versuch, diesmal schneller zu sein. Ein letzter Versuch doch nicht danach. Nach dem Lächeln, das du so oft getragen und seit Tagen nicht in die Wäsche getan hast. Ich kann's nicht mehr. Sehen wir uns morgen? Fragst du? Ja, abends zum Fußballspiel. Welches Fußballspiel? Fragst du? Ist nicht so wichtig. Sage ich, schlucke die Wahrheit runter und verlasse den Raum, wir laufen nicht mehr. Von A nach B, von A bis Z, wir sind orientierungslose Analphabeten. In unserem Bauch brodelt Buchstabensuppe, lauwarme Laute auf die Lippen gelegt, es geht mir gut. Es geht mir gut, es geht mir gut, dass keiner mehr danach fragt. Nach dem Wetter. Dann kann ich euch endlich wieder Worte geben, die nicht gelogen sind. Aber dann ist da die 3. Packung, die 4., die 5. Und Papa, es reicht, hörst du mir nicht zu, wir brauchen keine Butter mehr. Du bist der, der immer alles falsch macht. Das Unterhemd über das T-Shirt gezogen, hol mich so bitte nicht von der Schule ab. Dass du sonst aber ständig zu Hause hockst und einfach nicht rausgehst unter in einem Meer aus Terminen, die die Leute so angeblich nie mit dir abgesprochen haben, sie das 3-4 Mal. Sehen, ob du es wieder vergisst, du das extra? Hast du aufgegeben, du reagierst nicht, wenn ich mit dir spreche. Du bist das Gesicht ohne Gefühle, du bist das Ohr ohne Gehör, du bist das Gehirn ohne Gedächtnis. Aber ich schaue in deine Augen, nein, das bist du nicht. Du bist nicht das Zittern dieser Hände, der leicht gebückte Gang, die kleinen Schritte, die du tust. Das ist die Krankheit. Du bist der, der immer weitermacht. Dennoch komm zu den Konzerten, wenn auch 3 Stunden zu spät, aber du kommst. 8 Packungen Butter, ja, aber lieber 8 als keine. Der Kaffee dauert Stunden, aber du hast es versucht, immer wieder, immer weiter. Du bist die Wünsche, die dich treiben, mein Haus, ein eigenes Haus und eine Familie, eine gesunde Familie. Das Dach ist gestürzt in Sekunden, wir stehen davor, wir lächeln. Aber es ist nicht bloß Fassade, das ist der Wille, der uns treibt. Ich dachte immer, 7 Pferdestärken wären eine Vaterstärke. Und 7 auf einen Streich für dich viel zu wenig und ich dachte, das bleibt so. Nein, ich hoffte, das bleibt so und ich weiß jetzt, das bleibt auch. Denn wenn ich in deine Augen schaue, ist ein Teil von dir durch die Krankheit verdeckt. Aber solange du weitermachst, bist du nicht die Krankheit, sondern der gerade Gang vom Willen gestreckt.
aus Düsseldorf, Henrike Claire.